das Geld auf der Reservatenkammer nahm. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Oh, no, no, baby. Wenn sie mich betrügen, sterben ihre Familie und Freunde. Und ich beobachte sie bei ihrem Leiden. Und wenn ich damit fertig bin, sind sie dran. Ich verstehe. Gut, dann sind wir uns wohl einig. Ich zeige Ihnen jetzt die letzten Schritte des Prozesses. Die reden da noch. Keine Ahnung jetzt. Damit ich nicht den Alarm auslöse, nachher gehe ich mal woanders jetzt hin. Auf eine Hoffnung, dass ich jetzt irgendwo einen Typen jetzt killen kann hier. Hey, schön ruhig bleiben. Ist das auch tot? Ein bisschen schleichen, ne? Muss ja auch sein. Das ist doch gar nichts. Hast du das von der Kurierin in Mexikali gehört? Nein. Was ist passiert? Sie haben sie. Die diskutieren immer noch, ne? Beine voraus, als sie noch am Leben waren. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will Ihnen noch einen Raum zeigen. Dann gehen wir in mein Büro hoch und legen die Details unserer Freundschaft fest. Señor Sanchez, un momento. Es importante. Por supuesto. Entschuldigen Sie mich kurz. Bin gleich wieder da. Pam. James, haben Sie zugehört? Ich glaube, wir haben genug, um ihn zu hängen. Ich habe noch keine Verbindung zwischen ihm und den Terroristen. Sein Büro ist im zweiten Stock. Ich beschäftige ihn. Okay. Das ist unser Ladedepot. Das Schleichmanöver ging auch richtig gut, muss ich sagen. Wir schicken pro Woche 3 oder 4 Konvois los. Die Männer da drüben, welche Sprache sprechen die? Kein Spanisch. Einmal drücken, schon geht der Aufzug. Beobachten Sie genau. Habe ich schon alle nachgeladen? Das heißt, die meisten okay, bereit. Konzentrieren sich darauf, was in dem Tankwagen ist, nicht wer ihn fährt. Lassen Sie mich raten. Sie schmuggeln Terroristen. What the fuck? Für den anderen Profit. Los, es gibt noch mehr, das ich Ihnen zeigen will. Weißt du, mein Bruder kommt an billige Tickets für das Wrestling-Match. So, und der auch? Okay. Das ging schon mal ganz gut. Ich muss ab jetzt mal ein bisschen mehr schleichen. What the f... Du bist doch der Neue, oder? Sie, Senor Sanchez kennt meinen Onkel schon ganz lange. Und wo hast du gelernt, so mit dem Messer umzugehen? Auf der Farm meines Bruders. Er konnte sich keine Waffe leisten. Also mussten wir alles mit dem Messer schlachten. Tot, du bist tot. Sei leise, du bist tot. Hey! In Ordnung? Ich hab hier sicher jemanden gesehen. Scheiße, die haben mich gesehen. Ah, okay, wir müssen das untersuchen. Na, dann tun wir das doch mal. Der geht von hier entlang. Nee, warte. Ja, hier. Oh nee, wie ich das hasse. Der Tote, okay. Dat... Oh, fuck. Ja, dann lass mal so machen. Das Rot. Das Grün, das
Wir könnten ja mal so machen. Und dann die beiden und die beiden. Okay, die sind jetzt schon auch gut. Fehlt nur noch das hier. Die stehen aber nicht überein. Das fehlt noch. Ah, die fehlen noch. Toll. Ah, das war doch leicht. Gehackt, ey. Du bist schön. Wo muss ich denn jetzt nochmal hacken? Muss ich hier hacken oder was? Mein Handy aufgehoben. Wir haben hier was. Aha. Ein Schalter. Wie es aussieht. Ich kann aber trotzdem nicht rein. Und wo führt der Schalter hin? Dorthin. Der ist aber auch gut versteckt. Ich lade die Beweise für seine Verbindung zu den Terroristen hoch. Falsche Pässe, Visa, Bankverbindungen. Sie fahren seine Drogen über die Grenze. Gute Arbeit. Sie erhalten die offizielle Autorisierung, Sanchez zu eliminieren. Wir haben ja aber Spuren. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, was ist das denn schon wieder? Ah, okay, alles klar. Ja, so ist es doch, oder nicht? Okay, aber wir haben andere Seite noch nicht. So, und dann hier auch. Ah, okay. So ging es. Franz Sanchez Bioteile gesammelt. Wieso kann ich da jetzt immer noch nicht durch? Da ist schon irgendwie da was verbunden. Da ist irgendetwas verbunden. Aber leider komme ich da ja jetzt nicht ran. Okay, ja, dann können wir auch wieder raus. Alles klar. Das wusste ich vorher nicht. Deshalb. Dann kann ich auch Sanchez erledigen, oder? Hier verarbeiten wir die Drogen. Zerkleinern sie, synthetisieren die chemischen Bestandteile und kombinieren sie mit dem Benzin. Entwickelte das ein Chemiker, der für einen unserer Partner in Russland arbeitet. Ich nenne es gerne unsere geheime Soße. Treten wir zurück und sehen wir zu. Geheimsoße. Was bringt Sie dazu, die DEA zu betreten? Das steht alles in Ihrem Blog. Sagen Sie mir, was ich nicht weiß. Zum Beispiel? An wen sendet diese Halskette? An niemand. Ich zeichne auf, um mich selbst zu schützen. Scheiße. Sie wurde enttarnt. Zack, beide tot. Position halten. Du triffst nicht, Mann.
Kannst du sofort aufhören? Warte kurz. Kurz, also Nase putzen ganz kurz. Ne, muss ja auch mal sein. Okay, dann mal los. Verteidigungsposition! Warum trifft er nicht ganz? Ich hab seinen Arm getroffen. Nur. Ah! Ich hab's schon wieder erwischt. Aber ich geb nicht auf, Leute. Ich schaff das. So einfach geht das. Meine Presse. Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus. Hey, ist mir scheißegal. Verteidigungspositionen nicht nachgeben. Er will fliehen. Sperrfeuer. Sorry Leute, aber ich kann es nicht lassen. Granatwerfer. Die kannst du nicht lassen, oder? Ja. Lass mal gucken, was wir dafür haben. Okay, statt 6 hat er jetzt 7. Und dafür könnten wir jetzt auch mal endlich einbauen. Irgendwas, okay. Cool. selbst unsere Pistole hat hier mein Munition, so ein Visier. Wärmesicht. Kompensator. Granatwerfer. Ein Unterlaufaufsatz, der eine Splittergranate über lange Distanz verschießt. Wie denn aber? Ich hoffe, das ist gut. Ja, okay, lass mal den testen. Vielleicht wird er ja besser, ne? Weiß man nicht. Helfen Sie mir! Wer zum Teufel sind Sie? Ein Freund von Felix Leiter. Tötet ihn! Tötet sie beide! Besiegen Sie Dario! Das ist zu leicht gemacht, ey, finde ich. Bam! Zack! Dario! Kennst du Mario? Oder Luigi? Die sind auch wirklich krasse Gegner. Zack, und das letzte Leben. Bam.
Oh nein, der hat ein Brecheisen. Aua. Zack. Nochmal. Abflug mit dir! Wir müssen Sanchez einholen. Los, zum Hubschrauber! Wir müssen zum Hubschrauber! Ja, da war mir schon klar, dass der Gegner kommt. Die sind ja ganz. Dieses Visier ist ja ganz gut. Na los, kommt sie schon. Jawohl. Alter, die hat bei denen einen Headshot gemacht. Alter, wie krass ist die drauf, bitteschön. Guck mal, schon wieder. Krass, Alter, du hast sowas von drauf, ne? Ich krieg den Typen, machen sie auf Pam, bevor sie weitermacht. Was? Komm her jetzt. Haha, verreck. Machen Sie sie fertig. Machen Sie sie fertig. What? Ah! Ich bin so traurig. Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter, ne? Also, bis dann.